Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für gute Laune und Filmkritiken. Wir haben hier für euch drei Filmstarts besprochen, die ganz aktuell ins Kino kommen. Filmstarts, die natürlich in der gewissen Art und Weise auch in Konkurrenz zu Tenet stehen. Aber es gibt ja eben auch Leute da draußen, die nicht nur die großen Blockbuster schauen wollen, sondern vielleicht auch kleinere Filme. Und auch die nehmen wir uns in dieser Woche vor. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Der See der wilden Gänse. Ich glaube, das ist ein Koreaner oder ein Japaner, aber eher ein Koreaner. Und das ist ein Film, der lief auch schon bei dem ein oder anderen Filmfest da draußen. Wir hatten die Gelegenheit, den vorab zu sehen. Das haben in dem Fall Till und Marco gemacht und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei deren Besprechung. Im Anschluss gibt es die Besprechung eines Boonies-Films. Und Boonies ist wohl so eine Reihe, die gibt es schon ewig, da gibt es x Teile und ich habe keinen blassen Schimmer, was die Boonies ist. Der Film heißt Die Boonies, eine bärenstarke Zeitreise. Und ich glaube, das ist ein großer Spaß geworden, den sich Paul, Pete und Sven für euch gegeben haben. Auch dabei wünsche ich euch viel Spaß. Im Anschluss und zu guter Letzt gibt es die Besprechung der Dokumentation bzw. Dokumentarfilms viel eher namens Fragen Sie Dr. Ruth, eine Dame, die sich wohl für sexuelle Aufklärung einsetzt. Und aus der Redaktion haben sich hier die beiden Mädels Luisa und Lina gefunden, die den Film für euch besprochen haben. Ich freue mich sehr auf diese Besprechung, die ganz sicher total toll geworden ist. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Film und ich bin mir auch sicher, dass die beiden Mädels hier eine Menge Spaß bei der Besprechung hatten. Eben solchen Spaß wünsche ich euch auch dabei, diese drei Besprechungen zu hören und freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, Fit, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten, auch den unseren, und das wäre voll toll. Nun gut, lasst es mal krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Der See der wilden Gänse. Doch wer sind wir? Das ist einmal der Till. Hallo, Till. Moin. Und ich, der Marco. Hallo. Genau, Der See der wilden Gänse startet am 27. August in einigen ausgewählten Kinos, ist ein chinesischer Noir-Gangster-Thriller, der eine Laufzeit von 113 Minuten hat und Regie hat geführt Diao Yinan. Der Film hat eine FSK ab 16 und ist relativ hochkarätig besetzt, würde ich mal behaupten. In der Hauptrolle spielt Hu Ge, der bereits in allen chinesischen Produktionen mitgewirkt hat. Der etwas größere Charakter ist der Liao Fan, der bereits Asche ist reines Weiß mitgespielt hat oder auch in dem vorherigen Film des Regisseurs Feuerwerk am helllichten Tage. Und auch dort sehen wir Kwai Lun Mai, die dort ebenfalls mitgespielt hat. Ja, Till, magst du mal zusammenfassen, worum es in Der See der wilden Gänse denn so geht? Ja, und zwar geht es um Su Zhenong, das gespielt von Hu Ge. Das, ja, es ist ein Gangster, der versucht, ich finde es irgendwie, also es ist schwierig für mich irgendwie das zusammenzufassen. Er ja, das stimmt. Versucht, sich aufzuopfern, nachdem ein kleiner, also es ist kein Riesengangster, er versucht sich aufzuopfern für seine Frau, seine Familie, um diese zu schützen, weil wirklich alles schiefgelaufen ist. Und er ist quasi auf der Flucht vor Polizei und anderen Kleinkriminellen, die ihm alle an den Kragen wollen. Viel Geld mit im Spiel und ja, da trifft er auf die Liu Aiyai, ich weiß nicht ganz, ob ich es richtig ausspreche, gespielt von Lun Mai Gui. Und nee, doch, ne, ist so. Ja, das ist doch klar, die zweite, genau. die mit den kurzen Haaren, genau. Ich komme immer so ein bisschen, bei den Chinesen tut es mir wirklich leid, ich komme immer so ein bisschen durcheinander. Das, bei den Südkoreanern fällt mir das ein bisschen leichter. Ja, und zu Beginn geht halt einfach, es ist einfach nur ein Motorradklau, der da geplant wird. Da geht einiges schief, selbst schon bei der Besprechung in der Aufteilung der Gebiete in der Stadt streiten sich die Kleinkriminellen, noch sehr jungen, aufstrebenden Gangster darum, wer welches Gebiet nimmt. Und der eine möchte aber das Gebiet, weil das ist toller und schöner und lukrativer bei den nächtlichen Diebstählen. Es kommt zum Schusswechsel, das eine führt zum anderen, alle prügeln sich und dann wird einer von den Kleinkriminellen ziemlich mit einem ziemlich deftigen Kill umgebracht. Dem wird so eine kleine Falle gestellt. Ja, und dann geht's halt in eine Abwärtsspirale nach unten für unseren Hauptdarsteller. Das ist eigentlich so die Zusammenfassung. Und dann trifft er halt noch so eine Frau, die ihm
hilft, der versucht zu vertrauen. Also ist alles sehr verstrickt, nicht allzu kompliziert, aber so sieht's aus. Und dann geht das Ganze los. Sehr, sehr ruhig erzählt. Ja. Genau, da wäre ich jetzt auch noch mal drauf eingegangen. Ich sag mal, der Anfang war ja doch recht brachial und auch teilweise so ein bisschen hektisch. Ne? Und dann kriegen wir eine relativ ruhige Erzählweise. Wie hat denn dir das so gefallen? Also, ja, es fängt halt, du hattest ja schon so ein bisschen Film Noir irgendwie angesprochen. Es ist, ich weiß nicht, ob es das Wort Neo-Noir gibt. Mhm. es wirkte eher wie so eine leicht anders interpretierte Film-Noir-Geschichte. Der Anfang ist irgendwie so ganz klassisch und auch ganz cool gemacht. Und dann, es ist mir nach diesem ganzen Kuddelmuddel mit den kleinen Gangstern, die sich da prügeln und versuchen zu ermorden, Tucken zu langsam tatsächlich. Aber an und für sich war es nie langweilig, fand ich. Also irgendwie war es immer, die waren immer im Dialog, es ist immer irgendwie was passiert, es war immer ein bisschen Spannung mit drin, mal mehr, mal weniger, aber es war okay, tatsächlich, so von der ruhigen Erzählweise. Aber ich hätte, also ein bisschen mehr Geschwindigkeit hätte ich mir gewünscht. Da bin ich auch voll bei dir. Gerade zum Anfang wird man ja so reingeholt und ich habe so gedacht, boah, schön, gibt ordentlich auf die Fresse sozusagen. Ja, gut, man ist dann doch relativ schnell, sag ich mal, in ruhigen Gewässern geschwommen so. Und für mich war es auch tatsächlich ein bisschen zu ruhig. Ich habe dann aber so nach knapp einer Stunde hatte ich so ein bisschen so, ja, jetzt wäre es mal wieder gut, wenn mal wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und dann kam es zum Glück so langsam auch noch mal wieder. Ich sag mal, wir hatten immer mal wieder dann zwischendurch auch so ein paar Gewaltspitzen. Also, und die waren auch recht saftig. Ja, also der Regenschirm ist auch einer meiner... Ja, genau, der Regenschirm-Szene, also, Hammer. Sehr gut. Ja, man will den Spaß nicht verderben, aber das war schon... Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also, das war sehr, sehr intelligent auf jeden Fall, den so einzusetzen. Ja, wie fandst du so generell den Cast, jetzt den Hugé? Fandest du es authentisch, wie er so diesen Kleinkriminellen gespielt hat? Ja, ich glaube, also ich habe geguckt, wir haben einen Pressescreener zur Verfügung gestellt bekommen. Da konnte man die Synchro nicht ändern. Also ich bin kein Verfechter von Originalfassung, bla bla bla. Und ich finde die deutsche Synchro generell in Filmen eigentlich immer ziemlich gut. Aber ich hatte so das Gefühl, dass hier ein bisschen an der Synchro hapert vielleicht. Schauspiel war gut, habe ich nichts zu meckern. Aber irgendwie, ich weiß nicht, manchmal habe ich mich so ein bisschen an Werbesynchros erinnert gefühlt. Also es gibt ja durchaus fantastische Synchros, gerade auch im asiatischen Bereich. Also wenn man jetzt an die ganzen Südkorea-Filme denkt, ganz, ganz groß. Aber irgendwie, ich weiß, keine Ahnung. Also ich habe letztens den Film Pandemie besprochen. Da war es auch eine sauschlechte Synchro, so schlimm war es jetzt nicht. Aber ich hatte so das Gefühl, vielleicht nicht auf Englisch, aber vielleicht mit Untertiteln und dann im chinesischen Original, hätte es vielleicht alles noch ein bisschen mehr gefruchtet. Weil es klang tatsächlich eher so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht nicht abgelesen, aber nicht gerade wirklich intelligent übersetzt, dass man sich wirklich, also nicht passend zum Schauspiel, also ich vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich mich da vernünftig ausdrücken kann. Aber Schauspiel okay, war gut. Aber für mich hat es eher so ein bisschen an der deutschen Synchro gehapert. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich hätte den, glaube ich, auch lieber tatsächlich im Original mit dann deutschen Untertitel geguckt. Ich habe jetzt in den letzten Wochen, Monaten relativ viele chinesische Filme so nachgeholt. Und die waren alle im O-Ton mit deutschen Untertitel. Deswegen war ich tatsächlich ein bisschen verwundert, dass der tatsächlich irgendwie halt synchronisiert war. Ich habe mich schon auf O-Ton eingestellt eigentlich. Ja. Aber ich finde den Liu Fan, den fand ich, der den Polizeichef sozusagen gespielt hat, den mag ich sowieso ganz gerne sehen. Der hat das richtig toll gemacht. Und der Hugé, ja, ich habe es ihm auch abgenommen, so diesen kleinen Gangster. Mich haben halt so diese ruhigen Passagen dann eher ein bisschen gestört. Ich glaube, da hätte der O-Ton, glaube ich, nochmal mehr rausgeholt. So, ne? Auch diese, ich sag mal, er bandelt da ja so ein bisschen. Oder ja, wir haben ja diese Prostituierte sozusagen, so als Femme Fatale, so, die ihn, man weiß nicht so richtig, was ist da. Und ich glaube,
diese Harmonie oder dieses, ja, wie sagt man da jetzt, also dieses Zweiergespann wäre, glaube ich, im O-Ton deutlich besser rübergekommen. Mhm. Also auch, weil sich da ja doch ein bisschen was noch, so ohne jetzt zu spoilern, so ein paar Kleinigkeiten entwickeln und ein paar andere Richtungen gehen und so, glaube ich, wäre das schon ganz, ganz gut gekommen. Ja, genau. Also ich fand auch so generell von der emotionalen Tiefe war es so ein bisschen, es war mir irgendwie alles ein bisschen zu kalt. Also der Hauptdarsteller hätte vielleicht so ein bisschen böser rüberkommen können. Mhm. Weil irgendwann kommt man an einen Punkt, wo ich sage, ey, es muss doch irgendwann mal, ich meine, klar, er hat seine geile kurze Action-Sequenz, wo er sich dann da mit dem Rebenschirm unter anderem verteidigt. Aber er ist mir dann irgendwie zu neutral. Also er wirkt die ganze Zeit, als hätte er überhaupt keine emotionalen Schwingungen. So, und das zieht sich halt auch bei der Hauptdarstellerin, seiner mehr oder weniger Filmpartnerin, zieht sich das auch so durch. Bei der Frau von ihm, ich muss nochmal, Su Senong heißt der im Film. Also die wirken alle irgendwie depressiv. Ganz, ganz komisch. Das hat mich mal so hier und da ein bisschen rausgebracht. Und ja, das hat mich so am meisten gestört. Also es war alles gut soweit. Und der See der wilden Gänse übrigens ist der Ort, wo sich die ganzen Gangster und so treffen, wo halt mehr oder weniger so ein eigenes kleines Gangsterviertel, wo halt das Gesetz nicht ganz so viel zählt, ne? Da spitzt sich alles zu, bevor ich das hier unterschlage, bevor man sich fragt, warum der Film so heißt. Das Drumherum war alles cool. Also dem Drumherum habe ich das alles abgenommen, aber wer die Hauptcharaktere, abgesehen jetzt von dem Polizeikapitän da, die beiden waren mir so ein bisschen zu steril. Auch die Frau von ihm, wie gesagt, die er versucht ja zu beschützen und für sie ja irgendwie ihr ein besseres Leben zu ermöglichen, auch wenn man merkt, okay, die sind sich gar nicht mehr so nah und das schon ganz schön lange. Ja, sehr irgendwie zu steril. Ja, ja, und ja, ich fand auch im Prinzip diese ruhigen Momente, ne, ich sag mal, wir sind halt in so einem Gangsterviertel, fast die große Handlung, den großen Handlungsstrang über, aber irgendwie will so dieses Szenario Jäger und Gejagt da nie so richtig aufkommen, ne? Also dafür ist er dann teilweise ein bisschen zu ruhig, also wir haben keine großen, ja, Verfolgungsjagden oder ähnliches, also es ist wirklich sehr, komplett sehr ruhig alles erzählt. Ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du vor dem abschließenden Fazit sonst noch loben möchtest oder kritisieren möchtest vielleicht auch? Wir haben genug kritisiert. Loben kann man tatsächlich, also du sagst es ja ruhig, und ruhig ist der Film tatsächlich, weil er auch wenig Soundtrack hat. Das wiederum fand ich aber gar nicht so schlecht, weil wenn Musik war, fand ich es cool. Das hat echt gut gepasst und er war sehr sparsam mit der Musik. Wenn sie kommt, passt super, und dass sie oft ausgelassen wird, ist auch cool. Was wiederum natürlich, was wir gerade eben schon hatten, dadurch, dass er so extrem ruhig erzählt ist, hätte vielleicht entweder ein bisschen Musik im Hintergrund dem Ganzen ein bisschen gut getan oder halt, dass er ein bisschen beschleunigter ist, hatten wir ja gerade schon gesagt. Und ansonsten, ich überlege gerade, ne, ich fand, na gut, vielleicht doch noch was Kleines negativ. Also es hört sich negativer an, als es ist, aber er war für mich vielleicht ab und zu ein bisschen zu verschachtelt. Ja. Das fand ich so, aber ansonsten, wie gesagt, können wir gerne einmal kurz zum Fazit kommen. Genau, dann kommen wir zum Fazit. Dann fange ich einfach mal an. Ja, mach mal. Ich fand den Film durchaus sehenswert. Ich glaube, ich hätte den Film mehr, ich wollte den Film mehr mögen, als ich es tatsächlich jetzt getan habe. Er war optisch wirklich gut anzuschauen, der Cast ist toll. Ich mag gerne Gewalt in Filmen, hört sich jetzt blöd an, aber ist so mein, ich mag's gerne saftig, und das hatte der Film auch, leider nur ein paar Momente, und das war für einen Gangsterfilm dann grundsätzlich ausreichend, aber gerade diese ruhigen Passagen, die haben mich dann immer wieder rausgeholt, beziehungsweise die waren dann einfach viel zu lang, und irgendwie wollte der Funke nie so richtig überspringen, dass ich gesagt habe, dieser Film, ich mag den Film richtig gerne. Aber er hat alles, um ihn eigentlich gerne zu haben, aber irgendwie wollte er nicht. Ja. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Ja, das kann ich mich eigentlich anschließen. Ich hab auch, also das Ende fand ich noch ganz cool dann. Das hat mir wieder so ein bisschen Aufwind verschafft. Ich fand ihn auch gut. Und ich hatte vorher so ein bisschen hier und da schon ein bisschen was von gehört. Ein paar andere
Menschen in der Filmkritik hier in unserem deutschen Lande konnten da auch schon ein bisschen was zu sagen. Mhm. Und da habe ich mich echt drauf gefreut, weil es gab welche, wo ich wusste, okay, die haben einen ähnlichen Asia-Geschmack, was Filme angeht, wie ich. Und der wird dann so hoch gelobt. Und ich hatte richtig, richtig Bock. Ich habe auch recht gedrängelt, weil ich den gucken wollte. Mhm. Und deswegen war die Fallhöhe mir ein bisschen zu krass. Das hat mich ein bisschen zu sehr enttäuscht, aber er war trotzdem gut. Also ich würde trotzdem meine 7 von 10 bzw. 3,5 von 5 dem Film immer noch geben. Aber ich hätte gern mehr gegeben. Es tut mir weh, tatsächlich nur 3,5 von 5 irgendwie zu machen. Ja. Okay, genau. Du hast 3,5 von 5. Ich bin da tatsächlich ein bisschen weniger, weil ich, sag ich mal, vergleichsweise ähnliche Filme auch aus China oder generell Asien gesehen habe, die mir deutlich besser gefallen haben. Und ich habe ihn jetzt halt mit 2,5 bewertet. Was aber trotzdem noch, ist ein guter Film dann immer noch. Also ist ein durchschnittlich guter Film für mich. Bei manchen anderen mag es dann vielleicht eine 6 oder halt eine 7 von 10 sein oder sowas. Aber ja, genau. Also kennst du den Film Drug War? Nee, der sagt mir jetzt nicht. Das ist auch ein chinesischer Film, auch so ein Gangsterfilm, da geht es ja Drug War um Drogen. Das ist auch so ein Ding, wo ich mich richtig gefreut hatte. Der ist von 2012 schon. Und es hat mich auch so ein bisschen fallen gelassen. Also es hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ja. Aber auch eine klare Empfehlung, dennoch kann man sich auch mal angucken. Drug War. Ja, damit bin ich durch. Sehr gut. Ich will den Film auch gar nicht irgendwie abwatschen. Ich glaube schon, dass der seine Fans hat. Ja. Und auch durchaus sehenswert ist, war leider nicht so ganz meins. Till, kann man dich noch anderweitig hören oder sehen oder lesen? Nein, okay. Kann man nicht. Ich bin ganz, 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 ganz einfach nur beim Telestammtisch. Bei Letterboxd bin ich unterwegs ganz viel, da wird alles, aber das steht zumindest bei YouTube, werde ich verlinkt, Torti007 bei Letterboxd immer, also ich liebe Letterboxd, kann ich jedem nur empfehlen. Jeder, der gerne und viele Filme guckt. Und auch wenn du nur gerne guckst und nicht viel, das macht echt Spaß da. Damit bin ich raus. Alles klar. Ja, ich habe einen Podcast, das ist der Fernsehsessel, der Podcast. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Da bequatschen wir auch mal ein paar aktuelle Neustarts oder generell, was wir so gesehen haben. Ich und meine Partner oder auch Gäste, die ich da so drin habe. Ja, bei Letterboxd bin ich auch, aber der Andi, der verlinkt das ja meistens alles auch in den Shownotes, da könnt ihr gerne mal unten reingucken und dann passt das. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ja. Till, nettes Gespräch. Und vielen Dank. Tschüss. Jo, bis bald. Ciao. Wir gehen auf Zeitreise, begeben uns auf die Suche nach einer Tapferkeitsfrucht und müssen uns mit allerhand anderen Gefahren herumschlagen. Das alles in einem Animationsfilm, über den wir jetzt hier beim Telestammtisch reden werden. Und wir, das sind meine beiden geschätzten Kollegen, zwei leuchtende Schmetterlinge am Himmelszelt des Telestammtischs, meine beiden Bärenbrüder, der bärenstarke Sven und der brummende Piet und ich, der Paul, für den die Bärenwortspiele ausgegangen sind. Ja, hallo zusammen. Hallo. Hallo. Wir haben uns für den Telestammtisch die Boonies, eine bärenstarke Zeitreise, angesehen. Ja, und was genau euch da erwartet, ja, das darf einer von euch übernehmen. Willst du, Sven? Nö, mach du. Ich muss mir erstmal die Träne von deiner rührenden Ansprache wegwischen. Gut, ich fange mal an. Also, im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Bärenbrüder Briar und Bramble zusammen mit ihrem besten Freund Vic. Diese drei leben in der heutigen Zeit und gelangen durch mysteriöse Art und Weise in die Steinzeit. Sie kommen aus einer Höhle raus und da laufen Mammuts und was man alles noch so für Tiere aus Ice Age kennt, laufen ihnen da über den Weg. Dann flüchten sie und werden getrennt. Und Bramble und Vic treffen auf Höhlenmenschen oder Kannibalen. Und Briar ist alleine unterwegs und trifft kleine Wölfin, die heißt Fei Fei. Und dann hat man so die beiden, also einmal Briar und Fei Fei auf ihrer Reise nach der Suche nach dieser Tapferkeitsfrucht, genau. Und die anderen beiden versuchen erstmal zu überleben. Und genau, dann nimmt das Ganze so seinen Lauf.
Sven ist immer noch sprachlos. Ja, Sven, die Daten hast du da was parat liegen? Die Daten habe ich da, ja. Der Film startet am 27.08. im Kino. Die Regie hat, Achtung, Leon Ding. Unter anderem, die anderen Namen sind leider nicht aussprechbar, geht 91 spannende Minuten. Und habe ich sonst noch was? Ja, gut, dass es halt ein Riesen-Franchise ist, wusste ich auch nicht. Gibt es in China schon über 600 Folgen und 6 Filme. Wir haben uns natürlich gleich mal den letzten rausgesucht, damit wir auch direkt wissen, wie alles zusammengefunden hat. Genau. Aber es wird wohl demnächst so sein, dass die Boonies, ich glaube, es war Netflix. Ich glaube auch. Gezeigt werden. Ob es jetzt übersetzt wird, weiß ich nicht, aber ich denke schon. Ja, bestimmt. Der Film war jetzt auch mit deutscher Synchro. Genau, ja, der Film war auch in Deutsch. Ja, sonst, ich hätte mir gerne noch ein paar andere Folgen angesehen. Es gibt auf YouTube noch einige, falls die Leute danach noch denken, ich müsste mir mehr geben, könnt ihr euch dort die hervorragend animierten Vorgänger ansehen. Also was die Filme nicht, sondern nur die Serie, glaube ich. Also die Filme, die anderen Filme sind alle in Englisch. Ich habe nochmal geguckt, ob ich vielleicht was finde, aber es wird alles erstmal nur in Englisch vertrieben. Ich glaube aber, es ist auch, man kann den Film auch gucken, ohne dass man was vorher gesehen hat. Ich glaube, wir haben den ja alle drei gesehen, ohne dass wir überhaupt wussten, dass es was gab davor. Und ich glaube, das wird auch so vermarktet hier in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Es heißt ja auch nicht die Boonies 6, weil dann würde wahrscheinlich keiner hingehen, weil alle sagen, oh nein, wir haben 1 bis 5 nicht gesehen. Richtig, also Vorkenntnisse braucht man keine. Man wundert sich vielleicht über die ein oder andere Figurenkonstellation, wie ich es dann mal so nach einer Weile gefragt habe, wie sind die überhaupt zusammengekommen, weil wir haben hier im Mittelpunkt der Handlung 2 Bärenbrüder und einen kleinen Mann, einen Höhlenforscher, einen Betrüger, keine Ahnung. Also ich würde sagen, es ist ein Betrüger, also ich traue dem keine 2 Meter über den Weg. Wenn so wie der grinst, der lässt dich im Feuer sitzen und rennt weg. Finde ich auch, ich mein, als... Macht er ja auch. Finde ich auch als Protagonisten für so einen Animationsfilm ganz schön interessant. Ja, er hat ja, vielleicht... Ist keine typische Figur, auch vom Aussehen schon. Nee. Er sieht schon verschlagen aus und dann noch dieses Louis Define-Verhalten. Er ist schon vor allen Dingen am Anfang, ohne dass, sollen wir vielleicht, den Inhalt haben wir ja abgeeignet. Egal. Vor allen Dingen am Anfang ziehen die erstmal den Leuten fettes Geld aus der Tasche, ja, mit irgendwelchen absurden Höhlenmalereien. Wo ich gedacht habe, ob man das so einem Kind so vermitteln soll, weiß ich halt auch nicht. Zu den Botschaften kommen wir dann gleich, Sven. Okay. Ja, wir haben neben diesen drei Hauptcharakteren ja dann noch so ein paar andere. Und ich bleibe jetzt erstmal kurz bei den Charakteren. Die waren halt so typisch, man hat nicht viel über sie erfahren, aber sie waren halt da und haben das Abenteuer dann auch ganz gut mit ihrer Art irgendwie getragen. Es kommt dann später noch eine kleine Wölfin, wie Pizzi schon erwähnt hat, die Feifei. Die dann eher eine Vorbildsfunktion hat als jetzt dieser, ich hab seinen Namen auch gar nicht mehr auf dem Schirm, wie hieß Vic, der Kleine? Vic. Alles klar. Gemerkt. Genau, konnten euch denn seid ihr der Meinung, dass die Charaktere so erstmal durch den Film getragen haben oder dass ihr euch das angucken konntet oder sind sie irgendwann schon auf die Nerven gegangen? Also richtig auf die Nerven gegangen sind sie mir eher selten. Ich fand es halt ganz cool, dass es am Anfang diese Trennung gab. Und man die dann getrennt voneinander betrachten konnte. Das fand ich ganz interessant. Eine Charakterentwicklung gab es bei den dreien wahrscheinlich eher nicht, fand ich eher nicht. Was aber wahrscheinlich auch dem geschuldet ist, dass es ein 6. Teil ist und es schon 600 Folgen davon gab und die Figuren dadurch mit ihren gewissen Eigenschaften schon etabliert sind. Und sonst, aber Feifei hat mir wirklich gut gefallen. Und die anderen, die waren ganz unterhaltsam teilweise. Ja, ich fand auch, dass Feifei mit die einzige war, die so ein bisschen herausgeragt hat, die so ein bisschen mehr war als Comic Relief oder die so ein bisschen mehr Persönlichkeit bekommen hatte. Gut, nun ja, wie gesagt, ist das wirklich ein 6. Teil. Und man hat nur, ich glaube, gegen Ende so einen Storypunkt von den Bärenbrüdern mal mit auf den Weg bekommen, aber ansonsten sind es eigentlich nur
behaarte, schreiende Figuren, die dort über den Bildschirm hüpfen. Oder Sven? Das stimmt. Nee, also man muss sagen, normalerweise gefallen mir bei so Animationsfilmen immer so diese kleinen Figuren, die wo so nebenher sind, die sind, finde ich, meistens interessanter so als die Hauptsache, als die Hauptcharaktere. Aber in dem Fall hat mich, also über Vic habe ich kräftig gelacht und habe auch wieder den Kopf geschüttelt und dachte, das gibt's doch nicht. Die zwei Brüder fand ich auch ganz witzig. Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war dieses Dauerkrach-Tempo. Es gibt relativ selten ruhige Minuten, wo du mal wirklich auch durchschnaufen kannst. Ansonsten werden die gefressen, in die Luft gesprengt, von 3000 Meter Höhe auf den Boden fallen gelassen und das dauerhaft. Also es passiert immer irgendwo was, dass irgendeiner richtig eins draufkriegt. Oder von Pflanzen verprügelt werden. Oder die Pandas. Ja, die Mini-Pandas. Wo er nämlich auch sagt, na, ihr möchtet gern Crows. Da habe ich auch kräftig gelacht und dachte, nee, das hat er jetzt wirklich gesagt. Und habe nochmal zurückgespult und dachte, oh nee, sie haben es tatsächlich. Also ganz, so der Spaß hat bei mir auch gut funktioniert. Ich habe auch gut gelacht und fand die Viecher auch wirklich witzig. Ja, aber wie gesagt, das Tempo, ich hätte so zwischendrin, hätte ich gerne mal so ein paar ruhige Minuten gehabt. Es gab ein paar kleine, ruhigere Szenen, aber da stimme ich dir voll zu, dass das zu wenig, oder es wurde auch richtig viel geschrien, sag ich mal. Also wenn sie jemand Fremden begegnet sind oder so, dann ging es gleich wieder los mit dem Rumgeschrei. Dann gab es noch so ein Menschendorf da und dann gab es auch noch die bösen Wölfe, die haben wir jetzt ja noch gar nicht angesprochen. Ja, stimmt. Ja. Es gibt immer mal wieder so kleine Challenges oder so, kann man sagen, die sie da in der Steinzeit abarbeiten. So diese typischen Steinzeitsachen oder diese irgendwelche wilden Tiere, die sie angreifen. Und das steigert sich dann aber immer weiter und am Ende, das Finale ist schon auf jeden Fall der Höhepunkt des Films. Also schon am Ende muss natürlich in jedem guten Film oder in jedem guten Animationsfilm muss am Ende zum großen Finale ein großer Vulkan ausbrechen. Ohne es hätte auch keine Erdbeben oder so getan. Nein, ein riesiger Vulkan muss das ganze Bild zersetzen. Da hat man zumindest immer so gemerkt, okay, jetzt wollen sie noch einen draufsetzen, jetzt wollen sie da drauf noch was draufsetzen und so. Das war mir dann auch irgendwann so ein bisschen zu viel. Also ich hatte einfach nur geguckt und genickt. Ja, okay. Jetzt gehen wir noch die Schiene und. Ja, das war mir wirklich ein bisschen zu viel. So ein bisschen ADHS-Animationsfilm. Also es kracht und scheppert an einer Tour. Ich wollte man eigentlich mit meiner Tochter zusammen angucken, aber die war nicht da. Ich habe auch alleine Spaß gehabt, aber es hätte mich mal interessiert, ob sie es auch für too much hielt oder ob es okay wäre. Das. Ja. Dass irgendwie das Verwunderliche, sag ich mal, dabei war für mich noch, dass jetzt in all den Sachen, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, dass da irgendwie total das mit den Zeitreisen, ne? Also dass sie eigentlich mit durch die Zeit gereist sind, dass das da irgendwie so niemanden so richtig interessiert. Also außer, dass sie dann, ja, wir wollen jetzt auch wieder mal zurück irgendwie. Ja, stimmt. Aber das ist nie so das große Ding, dass man jetzt, es steht ja jetzt sogar im Titel, was? Eine bärenstarke Zeitreise oder so? Mhm. Ja. Also das ist tatsächlich nie so das Ding. Man wollte einfach, wahrscheinlich hat irgendwer, oh, ich will irgendwas in der Steinzeit. Und dann, ja, lasst mal hier so ein paar leuchtende Schmetterlinge rumfliegen. Und dann öffnet sich ein Portal. Und dann, es wirkte vielleicht teilweise auch so wie so eine längere Folge aus dieser Serie. Ja, das stimmt. Und ich finde, der englische Titel passt auch ein bisschen besser. Blast into the Past. Also das steht so für den ganzen Film irgendwie exemplarisch. Ah, die Kannibalen fand ich noch geil. Über die Kannibalen habe ich auch kräftig gelacht. Vor allen Dingen, erstmal alles klar. Ja. Wir können das eine nicht mehr fressen, jetzt fressen wir die Bären. Ja, und dann erstmal schön auf den Spieß gesteckt und schön gedreht über dem Feuer. Und dachte ich, okay, alles klar. Und wie sie da wieder rausgekommen sind, das war auch ganz verrückt. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, ich hatte meinen Spaß. Das Einzige, was ich so ein bisschen, ja, was mir so, was so ein bisschen schade ist, was der Peter auch gesagt hat, das ist,
ja, es ist nichts Eigenes. Es ist von Ice Age geklaut. Es ist alles zusammengebastelt und dann halt so kleine eigene Sachen mit reingebracht, was ja in dem Fall gut funktioniert hat. Also ich hatte eine gute Zeit, aber wenn du halt länger drüber nachdenkst, dann denkst du, naja, ich weiß nicht. Und zwischendrin waren die Animationen auch nicht mehr so knacke. Dann wurde es wieder besser. Und ja, irgendwie ist halt alles zu... Also du siehst einfach, woher sie den Einfluss haben. Es ist richtig. Nichts Eigenes. Und was ich auch so ein bisschen schade finde, ist, weil gerade die Chinesen ja eine wirklich bunte und schöne Sagenwelt auch haben und da nicht auch noch irgendwie mit ein bisschen was mit reinzubringen, sondern das sah einfach aus wie ja, Pixar-Disney-Film auf Speed. Also weil halt wirklich die ganze Zeit Power ist. Ich habe hier aufgeschrieben, es ist eine Mischung aus Groots, Ice Age, Dschungelbuch und Bärenbrüder. Mhm. Das ist ja aus sämtlichen so Animationsfilmen so, das, ja, die Wölfe, die nehmen wir da raus. die Bärenbrüder, ja, da, die hat man da schon mal. Die Höhlenmännchen, oh ja, Höhlenmännchen, die nehmen wir da raus. So und dann ein bisschen zusammengebastelt, ja. Ja, und ich weiß, ob ihr diese Animationsserie kennt, Grizzly und die Lemminge. Das ist auch so ein Bär, der von so kleinen Wesen immer genervt wird. Und da war halt diese Szene mit dem Briar und diesen Mini-Pandas. Muss ich auch direkt dran denken. Mhm. Was sagt ihr denn allgemein zu der Animation? Also Sven, du hast es gerade angedeutet. Ich fand, die sehen schon im Großen und Ganzen eigentlich gut aus. Es gibt so ein paar Stellen, wo ich mir dachte, aber jetzt nach unserer Recherche, die wir im Vorfeld hatten, definitiv besser als Staffel 1 der Serie, oder? Ja, definitiv. Also das ist ja fast wie die frühen Folgen von Simpsons. Nee, ganz so schlecht, aber schon, ich war schon sehr erstaunt, als ich da mal geguckt habe und denke, was ist denn das? Also, aber gut, ich meine, sie haben eine Entwicklung durchgemacht. Die meisten sind 600 Folgen und 6 Filme. Also es kann ja nur noch besser werden. Ich mochte auch so die Einfälle, die sie da vielleicht noch hatten. So normalerweise, also okay, die Bären, die haben so ihre Bäreneigenschaften, die sind so halt so stark und die brüllen auch mal oder so. Die Wölfe, die treten im Rudel auf und die sind so ein bisschen hinterhältig dann. Und dann gibt's aber auch solche, die total aus dem Rahmen fallen, mir immer diese Riesenvogel. oder hier am Anfang diese riesigen Schildkröten mit dem Rücken voller Kristalle und die genauso schnell über dem Bildschirm sausen wie der ganze Film. Richtig. Ja, das fand ich auch ganz nett, dass so Figuren nur am Rande erwähnt wurden und dass die aber keine größere Rolle eingenommen haben, dass man die einfach so nebenbei hatte. Und dass man da dann vielleicht auch so ein kleines bisschen mit den Erwartungen gespielt hat, weil ich habe da jetzt gedacht, ja, alles klar, okay, jetzt, das sind halt Schildkröten und dann Buch. Okay. Dann als letzter Punkt steht jetzt hier noch bei mir auf der Liste, wie sieht's denn mit einer Botschaft aus, die dieser Film überbringt? Ist es tatsächlich die Botschaft, dass man Leute mit gefakten, waren es glaube ich, Höhlenmalereien in der Höhle abziehen soll? Definitiv. Wenn jemand glaubt, dass die mit Fahrrädern und mit Motorrädern rumfahren, gehört er abgezogen. Nein, ich finde schon, also es ist halt die typische Botschaft, Freundschaft, Mut, dass man nicht aufs Aussehen achten soll, sondern auf die inneren Werte. Und ja, das ist eine schöne Sache. Und gerade heutzutage, finde ich, brauchen wir sowas mehr denn je. Also ich finde auch, es ist auf jeden Fall hat nicht den Tiefgang von einem Disney-Film, aber es hat trotzdem seine schönen Momente. Und die Moral war, ja, typisch, aber auf jeden Fall hat es mir ganz gut gefallen. Und deswegen sage ich, es ist kein Film, den man sich öfter ansehen sollte, wie die Disney-Klassiker. Aber auf jeden Fall, den kann man sich wirklich gut anschauen mit seinen Kindern. Ja. Ich habe mir hier als Botschaft noch zwei, also ja, das stimmt mit diesen, auch das Nicht-Aufgeben und sowas, ja, die kleine Wölfin dann dort verkörpert. Aber auch zum Beispiel, hier habe ich Vorsicht vor blinden Glaube. Denn diese Höhlenmenschen, also die brauchst du einmal was sagen, aber sie glauben sollen und schon sind sie Fan. Dann habe ich auch noch hier Appell, mit weniger Handy zu leben. Die ganze Zeit sind sie so voll in ihrem, also sie werden dann so vergöttert, weil sie dieses Handy haben und dann
dancen alle ab so. Und erst wenn der Akku alle ist, sind alle so, oh, scheiße, wir sitzen ja eigentlich fest. Was machen wir denn jetzt? Ja, das waren eher so versteckte Kleine und ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich so ein Sinn war, aber konnte ich mir zumindest rausziehen. Und ja. Und am Ende habt ihr den Witz mitbekommen, mit den, als wir wieder zurück sind, mit den Handys, weil sich ganz viele Powerbanks mitnimmt und wieder zurückreisen will. Ach so, das habe ich auch nicht mitgekriegt. Ich weiß gar nicht. Ich Pete hatte den Director's Cut. Ich glaube, das kam nach den Credits noch. Aha. So, okay, ja gut. Ich habe den irgendwie noch laufen lassen, ja. Nee, da war ich schon schweißgebadet und habe ausgemacht und dachte, oh, um Gottes Willen, hoffentlich geht mein Blutdruck wieder runter. Das war zu schnell. Nee, also auch ich finde, das ist ein schöner Film, der macht Spaß, darf nicht zu viel erwarten, dann wird man auch nicht zu sehr enttäuscht, aber es sind 90 knallige Minuten, mir etwas zu schnell, aber dem jungen Publikum wahrscheinlich zugewandt. Sollen wir schon bewerten? Ja, das können wir machen. Wir vergeben 0 bis 5 Tapferkeitsfrüchte, würde ich sagen. Okay, dann gebe ich, ja nee, ich gebe 4 Tapferkeitsfrüchte, doch. Ui. Ja, doch, okay. hat mir gefallen. Kurz, schön, knackig und weg. Kriegen von mir 4 Früchte. Gut. Ja. Ich wäre bei 3,5 Früchten. So. Alles klar. Und ja, ich gebe 3 von 5 Tapferkeitsfrüchten. War ja, der Film hat mich ganz gut unterhalten. Ich fand ihn auch ein bisschen zu schnell. Und dann so, wenn man das ein oder andere nochmal sich so anschaut, so am Ende bleibt für mich nicht so viel, was mich jetzt begeistern würde, was mich begeistert hat. Ja, aber man kann sich den schon mal angucken. Ob man jetzt die ganzen 5 Filme nachholen muss, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn irgendwann mal was auf Netflix kommt, vielleicht kann man da ja mal einen Blick drauf werfen. Also zumindest mal, wie sie sich gefunden haben, weil das interessiert mich wirklich. Das stimmt, aber ich glaube, es kommt auch nur Teil 7 auf Netflix, oder? Dann musst du doch die Serie gucken. Ja, ich glaube es auch. 600 Folgen, da habe ich ein bisschen was zu tun. Genau. Und nebenbei musst du auch noch ein bisschen Chinesisch lernen, weil ich glaube, die gibt es nur auf Chinesisch oder auf Englisch, ich weiß es nicht. Es ist sowieso verwunderlich, wie wir jetzt schon 20 Minuten über diesen Film reden können. Das stimmt, ich habe auch gerade eben auf die Uhr geguckt und dachte, ach du Scheiße. Gut, dann sage ich jetzt mal, beenden wir unsere Zeitreise, unseren Ausflug in die Steinzeit mit den Boonie Bears oder wie im Deutschen einfach die Boonies. Und ja, ich sage schon mal Tschüss und überlasse euch die letzten Worte. Ich sage auch einfach nur Ciao, Ciao und schaut ihn euch an, ihr werdet euren Spaß haben. Genau, da kann ich mich nur anschließen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch, heute mit mir Nina und mit Luisa. Wir sprechen über den Film Fragen Sie Dr. Ruth. Eine Dokumentation, ein Dokumentarfilm von Ryan White, erscheint hier in Deutschland am 27. August 2020. Und ja, Luisa, worum geht es eigentlich in Fragen Sie Dr. Ruth? In Fragen Sie Dr. Ruth geht's um eine Sexualtherapeutin, die in den USA sehr bekannt ist und auch sehr beliebt, die auch dort ein Stück weit was zur sexuellen Befreiung beigetragen hat. Aber dort wird nicht nur ihr Leben als Sexualtherapeutin beleuchtet, sondern auch ihre frühe Kindheit, die sie tatsächlich in Deutschland verbracht hat, bis sie 10 Jahre alt war, und zwar zur Zeit des Holocaust. Und im Grunde werden wir Teilnehmer ihrer ganzen Geschichte, ihres Werdegangs von Nazi-Deutschland bis hin über die Schweiz und bis zu ihrem Studium in der Therapeutik in Frankreich und ihrem ganzen Weg, den sie dann gegangen ist, in die USA, um dort Sexualtherapeutin zu werden. Eine gute Dokumentation ist für mich wirklich so, man sieht den Menschen dahinter. Also ne, auf dem Poster sieht man halt die ältere Dr. Ruth, wie sie halt so lächelt und so weiter. Aber ne, ich hatte persönlich noch nie was von der gehört. Die ist halt anscheinend in Amerika ein ganz großes Ding. Aber mit ihr konnte ich nicht wirklich viel anfangen. Und ich hatte das Gefühl, nach dem Film weiß ich ganz gut Bescheid. Wie würdest du das sagen?
definitiv. Gerade dadurch, dass man auch ihre frühe Geschichte erklärt hat, konnte man eigentlich ihren ganzen Werdegang viel, viel besser nachvollziehen. Und ich fand eigentlich auch die Dokumentation in der Hinsicht ganz spannend aufgearbeitet. Anfangs hatte man eigentlich nur im Grunde das Kind Dr. Ruth und es wurden immer ganz, ganz viele Ausschnitte aus der gegenwärtigen Zeit in den USA gezeigt von ihr als Sexualtherapeutin. Und die ganze Dokumentation ist so aufgebaut, dass sich im Grunde diese Verknüpfung von der kleinen 10-jährigen Dr. Ruth bis hin zur jetzigen Sexualtherapeutin komplett aufgebaut hat und bis es sich am Ende dann eine Verknüpfung ergeben hat, von dem früheren bis zur heutigen Sexualtherapeutin. Du hast es auch schon angesprochen, man sieht sehr viel von ihrer früheren Zeit, also von ihrer Kindheit, ihrer Jugend, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo man halt mehr Aufnahmen von ihr hat, wo sie dann halt auch anfing, auch im Fernsehen und so weiter aufzutreten. Anders als in vielen Dokumentationen, die ich so kenne, gibt es zwar ein Voice-Over, aber dann sieht man die Bilder auch nicht nachgestellt. Die sind nicht mit Schauspielern oder sowas nachgestellt, sondern mit Animation dargestellt. Wie fandest du das? Fand ich eigentlich ganz spannend, weil das nochmal so ein bisschen die Zeit damals zu heute viel stärker aufgebrochen hat. Und meinem Empfinden nach konnte man da auch so ein bisschen mehr die Stimmung also die haben sie einfach unfassbar gut durch die Animation rübergebracht. Ich fand aber, dass es teilweise so ein bisschen schwerelos wirkte. Fandst du nicht auch? Das ist halt klar, also die Augen waren sehr, der Animationsfiguren waren sehr, ja, expressiv. Man konnte halt viel daraus lesen, aber ich fand irgendwie so, die Bewegungen waren sehr leicht und ich weiß nicht, ich konnte mit den Animationen manchmal viel anfangen, manchmal so gar nichts. Ging mir tatsächlich genauso, aber ich habe dann auch viel drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, vielleicht ist es auch gerade das, was ein bisschen vermittelt werden wollte oder sollte. Und zwar aus dem Grund, die Vergangenheit ist ja für die Dr. Ruth heute ganz, ganz weit weg. Und sie hat einen riesengroßen Weg hinter sich gebracht. Und ich glaube, wenn man wieder zurückblickt, kennt man das ja, dann hat man so Erinnerungen, die heute einen so ein bisschen wieder schwerelos werden lassen. Und diese Erinnerungen, die schlimmen Erinnerungen an damals, die ziehen sie ja heute nicht so runter, sondern die treiben sie eher noch an. Und vielleicht sollte das dadurch auch ein bisschen vermittelt werden, dass eben diese Erinnerungen da sind, aber nicht mehr so eine Tragweite haben, wie es damals vielleicht der Fall war. Na cool, daran habe ich so gar nicht drüber nachgedacht. Ich müsste jetzt den Film nochmal gucken und dann mit der Einstellung dann diese Zwischensequenzen nochmal mir anschauen. Aber das ist halt die eine Seite. Die andere Seite ist halt, dass wir sehr viel Originalmaterial von ihr zu sehen bekommen. Und ich finde es auch sehr spannend zu sehen, so wie sie einfach genau gleich aussieht, aber doch komplett anders ist. Ja. Also von den Zügen, aber so der gleiche Mensch aber auch noch geblieben ist. Das finde ich auch total spannend, bei so einer Doku zu sehen, wie sich das entwickelt. Vor allem, weil man so viel mit ihr sehen konnte, ne? Weil die haben ja auch gezeigt, die hatten, glaube ich, 3 Festplatten voller Aufnahmen nur von ihr. Ja. Und das fand ich auch total spannend. Ja, auch die Art und Weise, wie sie beispielsweise mit ihrer Größe immer kokettiert hat. Das ist, ja, es ist ein Teil von ihr und sie hat es immer sehr, sehr stark angenommen und ich finde, das zieht sich sehr durch die Dokumentation. Und sie hat trotzdem auch durchscheinen lassen, dass es Momente gab, wo sie sich mal nicht so gut über ihr Aussehen tatsächlich auch gefühlt hat. Aber jetzt ist es ein ganz, ganz wichtiger Teil von ihr. Und dieses freundliche Gesicht einfach, dieses Lächeln, das hat sich nie verändert und das war schon sehr, sehr spannend. Ja, ich fand es auch sehr schön, auch so zu sehen, wie krass dann doch, also obwohl man, ich kannte sie überhaupt nicht und dass es halt dann so viele Leute gibt, auch dann, dass wenn sie halt da mit dem Auto unterwegs ist und dann irgendwo ist und dann kommen die Leute und wollen Fotos machen und so weiter, das fand ich auch total spannend, auch jetzt, wo sie 90 ist, so
So, das fand ich auch total cool zu sehen, wie die Leute immer noch auf Dr. Ruth abfahren. Und dass viele sagen so, du hast mein Leben verändert, ohne dich wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin. Auch bei einem Interview mit einem Radiomoderator, der ja auch erzählt, du hast mir gezeigt, dass ich nicht ganz alleine bin als homosexueller Mann. So, dass man damals halt überhaupt nicht darüber geredet hat. Und du warst halt die Erste, die mehr oder weniger, mit der ich das irgendwie, von der ich das gehört habe, dass es sowas gibt. Mhm. Fand ich auch sehr spannend, auch diese Seite. Nicht nur, dass sie den Frauen diese sexuelle Befreiung ein bisschen gebracht hat, sondern auch heterosexuellen Männern, so die dann halt auch über ihre Gefühle und ihre Ängste und ihre Sorgen halt reden konnten, offen, aber auch über die, weil sie sagt auch, ich mag es nicht, das Wort normal. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja. Und aber gleichzeitig gibt es dann auch die Szene, wo sie halt davon erzählt, dass sie, als ihr Sohn nach Hause kam und einen Ohrring hatte, einfach ausgerastet ist. So. Ja. Das fand ich auch so sympathisch. Also, wenn es meine Mutter gewesen wäre, fände ich es schlimm, wenn sie dann halt nicht mit mir redet, weil ich einen Ohrring trage als Mann. Aber das fand ich auch sehr spannend. Ja, da wurde sie dann als Mensch auch viel, viel nahbarer wieder. Also man merkt trotz allem, trotz dass sie eigentlich so eine Stellung hat und gerade auch dieses gerade heraus über Sexualität sprechen etabliert hat, ist sie trotzdem noch irgendwo ein nahbarer Mensch mit ihren eigenen Macken und eigenen Restriktionen, wo man sagt, oh, das kann ich völlig nachvollziehen. Damit muss ich auch erstmal einen Umgang lernen. Und dadurch wirkt sie dann wieder viel, viel nahbarer als Mensch für den Zuschauer. Definitiv. Das ist jetzt ein Dokumentarfilm über eine Frau, die über Sex redet. Wem würdest du diesen Film empfehlen? Tatsächlich ganz, ganz vielen Männern. Weil ich den Eindruck habe, zumindest kenne ich das so unter meinem Freundeskreis, unter meinem weiblichen Freundeskreis, wir reden doch relativ offen über Sex und Probleme mit dem eigenen Körper. Aber das vermisse ich dann doch öfters mal auch mit meinen männlichen Kollegen. Und ich glaube, dass der Film tatsächlich noch sehr, sehr viel für uns tun kann in unserer heutigen Gesellschaft, um einfach wieder offener mit dem Thema umzugehen und aber auch viel, viel unaufgeregter, weil Sex dann immer gleich so ein Label bekommt. Und einfach mal ohne Label über Sex sprechen zu können und es einfach mal als etwas anzunehmen, was es ist, das fände ich eigentlich ganz spannend. Daher würde ich das tatsächlich ja auch meinen Freundinnen empfehlen, aber tatsächlich hauptsächlich meinen männlichen Kollegen, weil ich glaube, die brauchen auch noch so ein bisschen den Schritt in die sexuelle Befreiung. Ja, also stimmt. Also ich wollte eigentlich, bevor du angefangen hast zu reden, dachte ich so, ja, okay, so man muss schon so ein bisschen gucken, wem das gefällt. Aber nein, man muss den Leuten ein bisschen auch was aufzwingen. Klar, sonst verändert sich ja nichts. Also alle ins Kino gehen und fragen Sie Dr. Ruth gucken und dann am besten auch noch bei ihr einfach mal eine Mail schreiben oder so. Man sieht ja, sie nimmt auch noch Anrufe an und so weiter. Ob man durchkommt, ist halt dann die Frage. Wie viele Punkte würdest du denn der Dokumentation an sich geben, so von der Machart und nicht nur im Hinblick darauf, was diese Doku, ja, was es für eine Message hat? Auf einer Skala von? Von 1 bis 5. Von 1 bis 5. Von der Machart würde ich tatsächlich, ich sag mal, eine 4. Ein bisschen hat mir noch was gefehlt. Aber ansonsten fand ich die Aufmachung wirklich sehr, sehr gut. Aber ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr noch so ein paar mehr Bilder aus der Vergangenheit dazu gewünscht. Ich fand das Verhältnis zwischen Dokumentation heute, also ihren Auftritten heute und ihrer Vergangenheit damals, war noch nicht ganz ausgeglichen genug. Das wäre jetzt zumindest meine Einschätzung, genau. Gehe ich konform mit dir. Ich würde dem Film auch 4 bzw. vielleicht 3,5 von 5 Sternen geben, weil ich fand ihn ein bisschen zu lang. Aber am Ende gibt es auch noch eine After-Credit-Szene bzw. eine
Mid-Credit-Szene oder Szenen. Die fand ich halt super toll, auch wie sie dann dem Regisseur versucht, immer Essen zu geben und so weiter. Das dachte ich mir so, warum ist das nicht im Film? Ja. So, warum ist das einfach so ein Anhängsel? So, das fehlt mir auch ein bisschen so noch, ein bisschen mehr, ich weiß nicht, für 5 von 5. Ja, aber ein bisschen mehr Persönlichkeit von ihr nochmal. Genau, weil sie ist auch sehr, sehr klug darin, einfach Fragen auszuweichen. Und so ein bisschen mehr bohren, das wäre spannend gewesen. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Doku. Fragen Sie Dr. Ruth. Ab dem 27. August kann man den im Kino gucken. Und unser Fazit ist, guck den, oder? Genau, guck den, definitiv. Und damit sagen wir dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.